Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im E-Test 2 unterwegs, im Multiplayer auf der ProMods. Und ja, wir fahren heute von Reykjavik nach Vestmannaeyjar. Wir haben 18 Tonnen geladen, und zwar Kleidung. Und ja, da fahren wir jetzt los. Genau. Und ja, der Wintermod im ETS, also in ETS im Multiplayer, ist leider immer noch nicht da. Mal schauen, vielleicht kommt er jetzt am Samstag noch dieses Wochenende. Wäre auf jeden Fall gut. Weil dieses Wochenende ist ja auch schon der 4. Advent. Genau, deswegen mal abwarten, ob er bis dahin auch schon da ist oder noch nicht. Ansonsten, wir fahren natürlich wieder nach STVO, wie immer. Und ja, wir haben heute eigentlich eine bisschen längere Tour wie sonst immer. Mehr Kilometer. Und ja, wir sind auch in Island immer noch unterwegs. Genau. Und wenn ihr in ETS 2 eine Spedition sucht, könnt ihr gern zu Rupert GmbH kommen. Einfach bei Speedfarm nach der Spedition schauen. Die findet ihr dann auch einfach Rupert GmbH eingeben. Dann findet ihr die. Müsste die einzigste sein. Ansonsten, falls ihr irgendwas nicht versteht oder so, oder euch mit Speedfarm noch nicht so auskennt, könnt ihr auch gerne den Discord-Server joinen. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist mein Community Discord Server, aber da würde ich euch dann auch helfen, wenn ihr ein Support Ticket schreibt, dann könnte ich euch das auch erklären. Genau. Ansonsten eventuell, ne, ich glaube, da herunten liegt kein Schnee, wo wir jetzt gerade fahren. Wir hätten weiter hochfahren müssen, aber ist ja jetzt auch erstmal egal. Links halten, das machen wir natürlich auch. Ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, die Videos zurzeit kommen immer Montag und Freitag ein LS19 Video und Mittwoch und samstags jeweils ein ETS 2 Video. Ich muss mal noch schauen, ob ich das jetzt so lasse, weil ich weiß nicht, die ETS Videos kommen bei euch nicht so gut an. Ja, ich lasse aber erstmal noch, aber mal schauen, wie das weitergeht. Ansonsten ist jetzt in einer Woche und einem Tag ist ja Weihnachten jetzt dann. Genau. Da an Weihnachten selber werde ich nicht live sein, aber dann die Tage darauf oder zuvor werde ich dann auch öfters live sein, weil ich da auch Urlaub habe. Deswegen werde ich da auch öfters live sein. Was wir da spielen werden, ja, ist unterschiedlich. ETS mal, dann LS19 mal, dann keine Ahnung, 5M mal, genau wie ich da Lust habe, werde ich das spielen. Auf jeden Fall werde ich da auch öfters dann live sein, nicht bloß immer Samstag, sondern da werde ich dann schon fast täglich live sein, denke ich mal. Nimm diese Ausfahrt. So, noch 109 Kilometer. Ah, hier ist 50. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Dann einmal hier rum. Nimm diese Ausfahrt. Und jetzt können wir gleich schneller werden. Genau 80 können wir hier fahren. Oder dürfen wir hier fahren?
So. 80 haben wir jetzt da auch schon wieder. Und ja, wir müssen jetzt auch dann noch kurz mit der Fähre fahren. Ich glaube 5 Kilometer waren das oder so. Also eigentlich sehr, sehr wenig Kilometer. Müssen wir dann noch auch mit der Fähre fahren. Ich weiß zwar nicht warum, aber das stand dort beim Auftrag mit. Bei der Fracht, besser gesagt. Ja, und diesen Samstag werde ich auch wieder live sein. Was wir da spielen werden, wahrscheinlich wieder ETS. Genau. Da könnt ihr auch gerne mit wieder reinschauen. Genau. Das war gerade wieder ein kleiner Lag. Das war aber ein Speicherlag. Also da speichert sich ja das Game immer automatisch nach einer gewissen Zeit und da laggt's immer. Jetzt so laggt's nicht, weil ich allein da bin auf der Map gerade. Aber wenn mehr da wären, dann wird schon wieder anfangen. So, ja, wir müssen genau allein sein. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. So, einmal rum. Nimm diese Ausfahrt. Ah, wir werden schon wieder zu schnell. So, da vorne können wir dann auch wieder beschleunigen. Hey? Ah, da war doch gerade schon das Wattschild. So. Dann einmal wieder auf 80. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass der Wintermod jetzt für den Multiplayer bald rauskommt. Ich hoffe, damit er am Samstag dann schon da ist, dann könnten wir den dann auch fahren. Ansonsten ja, jetzt erst nächste Woche. Und da ist halt eigentlich schon ja, Montag bis Donnerstag und Donnerstag ist ja dann Heiligabend. Deswegen mal schauen, wann der Wintermod rauskommt. So, wo müssen wir jetzt? Dann da müssen wir rechts runter. Oder besser gesagt drauf ist es. Keine Ahnung. Was das auch immer ist. Auf jeden Fall schön langsam rum, genau. Und dann mal wieder beschleunigen. So. Ja, da links ist jetzt ein bisschen Wasser. Ah, und da vorne ist die Fähre. Ja. Wir werden wahrscheinlich auf so eine kleine Insel, keine Ahnung, fahren. Habe ich nicht mal auf der Karte gesehen. Ist das Ding? Ah, ist das da? Da ist die Fähre und da dann gleich dahinter ist die Insel, glaube ich. Das war's, glaube ich. Da war ich auch noch gar nie auf der Insel. So. Da? Ja. Und dann einmal quer durch den Parkplatz durch. Okay, lass uns eine neue Route finden. So, und dann. Keine Ahnung, da sieht man halt nicht mal eine Seestrecke, ist das Ding. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. So, dann sind wir auch jetzt gleich schon da. Ah, da sind wir schon wieder. Und jetzt sind wir auf so einer kleinen Insel. Demnächst links abbiegen. Wo es wahrscheinlich bloß den einen Ort gibt. So kommt mir das gerade vor. Naja, uiuiui. Müssen wir jetzt da rechts hoch? Endlich, wir sind da. Eieieiei. Dann mal kurz ein bisschen ausholen, damit wir da rumkommen.
Eieieiei. Uiuiuiui. So, noch ein Stück. Aber schafft das gar nicht, natürlich. Musste bloß gerade schnell ein Foto machen. Eieiei, und jetzt da rückwärts rein. Ah, wir hätten da einen entspannteren Weg fahren können. Aber jetzt müssen wir noch rückwärts rein fahren. Ja. Das war zu weit. So, jetzt wird mal rückwärts. Ah, Mensch, da steht noch ein Auto. Okay, war wieder nix. Das Auto steht da ein bisschen doof, finde ich. Aber es sollten wir jetzt halt schaffen. Genau. Jetzt schaut es ziemlich gut aus. Und jetzt halt sollten wir... Ah, ja, da ist noch was. Noch ein Hindernis, Mensch. Da kommen wir wieder nicht drum. Aber wir können jetzt schon mal so fahren. So. Und dann gleich nach dem Einlenken. Genau. Jetzt schaut es gut aus. Jetzt können wir zwar nicht mehr weiterlenken. Jetzt müssen wir so... Wir haben es ein bisschen geschoben. So. Warte, was ist da hinten? Und jetzt ist einfach noch... Ah, da wären wir schon drinnen gewesen. Aber wir fahren schön rein in die Lücke. Das sind so Pro-Mods-Einpark-Dinger. So, aber haben wir jetzt geschafft. Und dann würde ich auch sagen, was ist mit diesem Video? Am Freitag um 16 Uhr kommt das nächste Video, und zwar ein LS19-Video. Bis dahin, ciao!